Okay. Ich muss wohl irgendwie ohnmächtig geworden sein. Ach du Schreck. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Part, zum ersten Part von Minecraft Arnor. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Part Minecraft Arnor. Zu Part 100 von Minecraft Arnor. Juhu! Ja, ihr seht schon, was ich hier in den Fingern habe in Minecraft. Eine Feuerwerksrakete. Das ist jetzt am Tag weniger effektiv, aber ja. Werden wir dann bei Nacht mal zünden. Jetzt habe ich hier was gehört, was uns jetzt in dieser Folge erwarten wird. Jetzt habe ich hier gehört, ein älter Bekannter sei zurückgekehrt. Aber wo ist er denn? Ich habe wohl was. Oh. Was? Bist du Siegfried? Siegfried, der Händler. Er ist zurück. Hey Siegfried, was machst du denn da unten? Lässt mich nicht runter. Hallo Siegfried. Bist du wieder zurück? Tja, lange war er nicht da. Jetzt ist er wieder zurückgekehrt. Was sagst du? Du hast eine Aufgabe für uns? Eine Challenge? Tja, da nickt er. Eine Challenge zum 100. Part von Minecraft Arnor. Das ist ja wundervoll. Hier in deinem Schuppen, sagst du, hier nebenan, bei dem Challenge-Portal. Challenge-Portal. Hier sollen wir reingehen? Meinst du? Meinst du wirklich? Aber wenn du das so sagst, Tür verschließen. Und rein ins Portal. Hops. Und was? Wie? Wo? Wo sind wir gelandet? Oh, ich habe ein Schild und ich habe ein Bett. Du brauchst Platten für deinen Plattenspieler. Ja, die brauche ich. Wir haben im letzten Part einen Plattenspieler gecraftet und wir hatten gar keine Platten dafür. Ja, das ist, jetzt haben wir ja eine Challenge. Ab durchs Labyrinth. Was machen die Tiere hier auf der flachen Ebene? Aha. Okay, gucken wir nicht so sehr nach links und rechts. Ich sehe hier TNT. Wir können hier wohl zu allen Seiten nicht drüber. Wir müssen durch das Labyrinth. Ab durchs Labyrinth. Finden wir unter unsere Platten für den Plattenspieler? Das ist ja ein Labyrinth aus Obsidian. Rechts für einen Villager. Oh Mann, da hoffe ich, dass ich mich nicht zu sehr verirren werde. Eine Schallplatte. Schallplatte C418. 13. Aha, okay. Die nehme ich mir mit. Dann hoffen wir, dass wir uns nicht verirren und dass wir alle Schallplatten finden. Wir sind hier wohl im Labyrinth verteilt. Oh, hier die nächste Truhe schon. Das geht ja schnell hier. Nächste Schallplatte. Ah, sehr schön. Wundervoll. Jetzt haben wir hier zwei Richtungen, links und rechts. Links, ich gehe mal links. Ich versuche mich mal links. Überall Fackeln, falls es dunkel wird. Oha. Hier geht's links, rechts, links, rechts. Kann man sich schnell verirren. Oh, noch eine Truhe. Schallplatte, Blöcke. Okay, drei Schallplatten haben wir schon.
Sehr gut. So, weiter geht's. Hier ist irgendwo ein Villager. Aha, Handel treiben wollen wir heute nicht. Na gut. Wie viele Schallplatten gab es nochmal insgesamt? Ich glaube mehr als 3. Auf jeden Fall. Okay, geht's hier vielleicht wieder zurück? Oder? Das kann natürlich auch passieren. Ja, hier waren wir schon. Hier geht's zurück. Ah, verdammt. Nicht, dass ich mich ja schon wieder verirre. Diesmal gehe ich rechts. War ich das erste Mal links gegangen? Ich hoffe schon. So, hier links. Okay. Wo kommen wir jetzt lang? Oh, okay. Nächste Truhe, sehr gut. Ist hier übrigens wirklich Obsidian. Können wir abbauen, so viel wir wollen. Das kriegen wir nicht. Nächste Schallplatte, eine lilane Schallplatte. Einkaufszentrum. Na, das ist ja super Melodie. Können wir ja sowas von gebrauchen. Ein hübscher Villager. Ein Labyrinth, das ist ja fantastisch. Haben wir jetzt zum Staffelfinale in Folge 100 noch was ganz Spannendes. Labyrinth. Hindurch hier. Durch die Gänge. Noch eine lilane Platte. Menoi. Haben wir jetzt fast alle. Da drüben. Hier müssen noch einige mehr sein. Das kann doch noch nicht die letzte sein, oder? Wir waren da drüben noch nicht. Es gibt noch einige mehr Platten, die wir bekommen können. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Na, wundervoll. Immer noch das Bett in der Hand hier. Schallplatte. Nina Weiß. Es ist eine Nina, eine rote, grüne und eine weiße, weiß-gelbe. Die rot finde ich am hübschsten. Blöcke. Das klingt bestimmt auch am besten. Oh. Wie geht's hinunter? Sind wir schon am Ende angekommen? Das Ende des Labyrinths. Wie geht's unter die Erde? Oh. Ein Leuchtfeuer. Leuchtkristall. Sehr gut. Ist noch gar nicht Nacht geworden. Hier meine Schallplatte. Schallplatte. Strahl. Schallplatte. Stratt. Hier haben wir noch eine Schallplatte. Abteilung. Und hier eine relativ deponierte, kaputte Schallplatte. Oh ja, die schwarze. Oh, eine Treppe. Geht's hier nach draußen? Es geht nach draußen. Hallo Kuh. Hallo Kühe. Wir haben es geschafft. Wir haben das Labyrinth überstanden. Großartig. Hier haben wir einen Plattenspieler oder was? Blöcke. Nice. Da hören wir die Musik. Oh, jetzt habe ich sie da reingepackt. Können wir trotzdem mitnehmen? Ah, da kriege ich die rote zurück. Die schwarze rein. C518. Hm? Was zum... Das sind ja Horrorgeräusche. Weg damit. Eine Geräuschplatte. Okay. Jetzt haben wir hier Einkaufszentrum. Ja, probieren wir das mal. Einkaufszentrum. Die kann man beliebig wechseln. Let's go to the mall. Yay. So, jetzt einmal die hier. Zack. Schön wieder einsammeln. Nicht schlecht. Dum, dum, dum. Hat so ein bisschen Walzer. Dum, dum, dum.
Ja, hübsch. So die hat man doch noch nicht. Nee, Stahl hat man noch nicht. Das klingt nach so einem 80er Film Noir. So ein Krimi nach so einem. Komm, Sherlock, gemeinsam schaffen wir das. Strand. Und hier haben wir noch die zwei im Inventar. Abteilung. Das muss ja super klingen. Klimper, klimper, klimper. Na, da bin ich ja gespannt. Schallplatten einsammeln. Die wollen wir mitnehmen. Katze. So klingt also eine Katze. Oh. Georgie spielt Super Kirby Clash. Ja, schön. Und jetzt Abteilung zum Schluss. Das Beste. Leuchtfeuer. Schön. Haben wir jetzt alle Platten gefunden im Labyrinth? Großartig. Haben wir es geschafft. Na dann, beam mich hoch, Scotty. Zurück. Zurück nach Arnor. Ja, was? Wieder zurück in Arnor. Ja, ich bin zurück in Arnor. Und es sieht so aus, als wäre keine Zeit vergangen. Es ist immer noch Tag. Es sieht so aus, als wäre nichts passiert. Bei ihm. Bei Siegfried in der Wohnung. Ach, er ist immer noch unten, genau unten. In die Truhe soll ich gucken. Na, dann mach ich das doch glatt. Oh, die Schallplatten. Und dein Nametag. Siegfried Dendler. Alle Schallplatten hast du hier. Ja gut, ich nehme erstmal drei mit. Eine stecke ich noch ins Inventar. Alle kann ich gerade nicht mitnehmen, weil ich meinen Inventar noch vollgeballert habe. Erstmal hier die. Ist das schlimm für dich? Ist das schlecht für dich, wenn ich das jetzt hier drin stört, dass dich, wenn ich das jetzt nochmal in deiner Truhe drin lasse? Muss ich fürs Ernst erstmal noch so machen, Siegfried. Deine Truhe muss ich jetzt erstmal noch benutzen. Aber die Schallplatten sehen dann ganz anders aus hier. Na nur. Naja. Wir haben ja unseren Schallplattenspieler. Hier. Blöcke. Ja. Einen anderen Soundtrack angemacht. Katze haben wir noch hier. Lass es mal Blöcke laufen, das passt so gut zu Minecraft. Nice. Haben wir jetzt als Soundtrack. Aber nicht schlecht. Und die verstauen wir erstmal. Hier. Munition und Co. Nein, hier. Bücher und Co. Wir kommen erstmal die Schallplatten, die wir schon geholt haben, rein. Die anderen holen wir uns später noch von Siegfried ab. Sehr gut. Mach ich dann offscreen. Die anderen Schallplatten. Ja. Gibt angenehmeres. Ja, das ist der Original-Soundtrack mir schon fast lieber. Ja. Okay. Gib wieder her. Hier kann ich auch gleich wieder verstauen. Könnte man gleich oben beim Schallplattenspieler verstauen, aber... Ja, jetzt habe ich sie in den Keller gepackt. Naja, ich habe ja offscreen jetzt... eine Weile Zeit. Um jetzt zum Real Talk zu kommen. Minecraft Arnor 100 ist auch der letzte Part.
Staffel 1 von Minecraft Arno. Damit geht Staffel 1 heute zu Ende. Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaut man dem entgegen. Ja. Steigen wir nochmal auf die Kirche oben drauf, den Turm. Ich hätte ein bisschen Feuerwerk noch mit dabei. Schauen wir, ob wir das auch nochmal zur Feier des Tages mal anzünden, wenn es Nacht wird. Ja. 100 Parts Minecraft Arno. Jubiläum. Großes Jubiläum. Juhu. Wir haben es geschafft. Minecraft Arno Staffel 1. Haben wir beendet. Noch ist es nicht Nacht. Die Sonne will noch nicht untergehen. Haben wir hier noch mal einen kleinen Ausblick auf das Dorf. Ja, hat sich einiges getan. Unter Tage hat sich auch einiges getan. Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen einiges ist eher so ein bisschen mehr unterirdisch passiert. Minecraft hat sich so ein, bei mir hat sich so vieles unter der Erde erstreckt. Einiges habe ich gebaut. Also weniger oberirdisch als unterirdisch. Ja. Und dann hier mit der Brücke. Ein paar Wanderungen haben wir gemacht. Ja, irgendwie haben wir da doch schon 100 Parts vollgekriegt. Na, mach zu hier. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich 100 Parts überlebt habe. Autsch. Und jetzt sterbe ich in Part 100. Wenn ich von der Kirchturmspitze runterfalle. Ja, die Kirche haben wir gebaut, den Turm haben wir gebaut, gegen Orgujana haben wir gekämpft, nicht allzu selten. Unser eigenes Haus haben wir gebaut, ja, das war jetzt in den ersten Parts, ersten 5, 6 Parts, 10 Parts vielleicht sogar, haben wir erstmal ein bisschen in der Wildnis übernehmen müssen, bis wir uns hier ein eigenes Dorf sichern konnten, in dem wir halbwegs ja unversehrt leben konnten. Das musste man sich erstmal sichern. Und in Part 99 haben wir erstmal Schafe gefärbt. Wo ich ja, dann haben wir rote Wolle und pinke Wolle. Ja, kann man jetzt ein rotes Bett, das wäre auch mal eine Sache. Ich habe gerade keine Schere mit, dabei haben wir irgendwo mit Inventar eine Schere irgendwo unten. Im Keller haben wir doch bestimmt irgendwo eine Schere oder können uns eine machen. Dann wäre das jetzt noch eine Sache. Nicht mit dem Feuer, mit dem Feuerwerksrakete ins Wasser. Das ist kontraproduktiv. Schere, habe ich irgendwo eine Schere liegen? Das wäre doch ganz gut. Gucken wir mal hier. Können wir die Schafe mal scheren? Bei den Waffen ist es nicht. Dann craften wir uns eine. Und herausfinden, wie. Crafting Bank. Hier eine Schere. Drauf mal Eisen. Haben wir noch Eisen? Guck, Eisen mit dabei. Ein Eisen haben wir hier. Brennen müssen wir hier ein bisschen. Klitze ein bisschen. Eisen haben wir auch noch hier. So, zack. Fichtenbretter. Ja, komm. Fahr jetzt mal die Fichtenbretter hier. Ich glaube, 2 Eisen brauchen wir nur. Das reicht, glaube ich, auch schon. Andere Brand, soweit es kommt. Gut. Schere, hier, wo war ich jetzt, wo bin ich hingegangen? Zack, Feuerzeug können wir uns auch noch basteln und das ganze Dorf anzünden. Nee, das wollen wir heute nicht machen. Das machen wir dann Folge 200. Zum Abschluss nochmal ausrasten und das ganze Dorf und die ganze Welt in Brand setzen. Schon mal Spoiler für Folge 200. So, Schere. Gib mal rote Wolle von dir. Nice. Ach übrigens, ich glaube, das Huhn ist abgehauen, als wir das Tor aufgemacht haben. Rote Wolle. Ganz nackig hier, das Schaf. Pinke Wolle. Rote Wolle. Pinke Wolle. Müsst ihr nur wieder Wolle kriegen. Ihr Nackchen-Schafe.
geht da mal vom Eingang weg, dann kann ich immer durch. Nein, 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 nein. Ach Mensch, was denn? Jetzt nicht. Das ist jetzt gerade, ich sitze auf dem Schwein. Hier mal einen Stein vorbauen. Schwein nicht abhauen. Du bist doch schon gesackelt. Wir haben schon, glaube ich, das Huhn, das zweite, verloren. Schwein. Nein. Nicht den Abhang runterrennen. Ach Mensch, Schwein. Wie war nochmal der Name? Du hast gar keinen Nametag oder was? Wladimir war doch, glaube ich, das war doch das russische Schwein. Nicht abhauen, Wladimir. Was? Ich habe keinen Quartermist dabei. Verdammt. Es ist jetzt ein Freilandschwein. Ich hoffe, wir verlieren es jetzt nicht. Es despawnt nicht. Wir haben es schon gesattelt eigentlich. Klaus, das Huhn. Bist du's? Mein Klausianer. Der Nametag war nicht dran. Ist nicht das Huhn. Nicht unser Klaus Huhn. So, rosa Wolle. Ich will mal verstauen. Vier Eier haben wir hier. Ja, das war glaube ich auch zwischen Grasbüsche werfen. Glasbüsche, ja, das wäre mal interessant. Hier mal was für Minecraft. So, es wird schon Nacht. Bevor die Zombies hier kommen. Das müssen wir wahrscheinlich warten, bis es richtig dunkel wird. Ja, das bringt noch nicht so viel. Da geht die Sonne schon unter. Oh, oh, sie kann ja das jetzt das Second of Life. Nee, das war der Sonnenaufgang. Ja gut, der Mond ist aufgegangen. Hier wird schon dunkel. Wunderhübsche Bilder hier. Sonnenuntergang. Der Mondaufgang. Mondaufgang. Das war nochmal ein Name hier. Feuerwerk jetzt zum Jubiläum des 100. Parts. Juhu. Okay. Wir haben es versucht. Ja. Sind noch zu leise Raketen, die kommen nicht bis zum Himmel. Noch zu schwache Raketen, die ich dann gekraftet habe. Ich muss auf die Kirchturmspitze steigen. Von der Kirchturmspitze aus. Und in die Kirche. Ja. Sah bisher noch nicht so phänomenal aus. Ich versuch's mal von der Spitze des. Ansonsten müssen wir auf den Turm steigen. Es ist Nacht, so lange sollte man nicht draußen bleiben. Na komm. Hui. Mach ein bisschen Feuer. Habe ich vielleicht Farben vergessen einzumixen. Juhu. Auch in den Kreativmodus. Da habe ich offscreen die falschen Raketen. Bei wolkenklaren Himmel hier. Habe ich die falschen Raketen gecraftet. Hinterlässt noch ein bisschen Glitzerstaub. Ja, Kreativmodus. Irgendwas gleich ein paar Diamanten noch mit dazu. Ja. So, hier Raketen. Gelb, rot und so weiter. Creeperförmig, ja. Sehr gut. 64er gleich. Sehr gut, gleich mal hier. Ordentlich. Ordentlich bestücken. So. Haben wir jetzt von jedem was. Flugdauer 2. Ja, nice.
Grün. Hello. Nice. Noch ein bisschen rot. Hübsch. Rot und blau und grün und rot und blau und grün. Schön. Jetzt müssen wir nach unten gehen. Ich springe. Gibt keinen kein Fallschaden im Creative Mode. Ja. Yay, 100 Folgen, mein Kofferano. Sehr gut, Magenta. Wir können Werbung machen. Schwein nicht am Feld aufgehen. Das ist ein Wölkchen im Weg. Nice. Sternförmig gelb. Sehr gut. Ah, hübsch. Endlich Feuer. Das Kletter hält mich auch nicht mehr auf. Wir sind hier verliebt im Kreativmodus. Skelett und Spinne gucken beim Feuerwerk zu. Genießt es. Nice. 100 Folgen, 100 Folgen. Das muss gefeiert werden. Staffelfinale. Yay. Großartig. Creeper. Creeper-Explosion. Und ne. Applaus. Magenta. Gelb und grün und rot. Nice. Na dann, in diesem Sinne, das war Minecraft Arno Staffel 1. Das Staffelfinale. Weiter geht's in Staffel 2. Wir sehen uns. Staffel 2. Am Arsch der Spinne. Platziert. Nice, die roten finde ich am besten. Nice. Ein bisschen Feuerwerk verpulvern. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat Minecraft Arno Staffel 1 sehr gut gefallen. Und ihr seht's dann, wenn Staffel 2 beginnt. 2021 wieder mit dabei. Ja. Da mich nach oben sollte ich Minecraft Arno Staffel 1 gefallen haben. Und Folge 100, das Staffelfinale. Ich gemundet haben. Ja. Haut rein. Und ciao. Ciao. Die Credits. Natürlich. Minecraft Nintendo Switch Edition. Ja gut. Es ist ja noch nicht vorbei. Wir spielen noch weiter. Staffel 2 geht's weiter. Ich mache jetzt eine Pause. Ich spiele jetzt. Ja, ich brauche jetzt erstmal eine Weile eine Pause von Minecraft. Das ist jetzt wirklich nach 100 Parts. Es war schön, es macht auch weiterhin Spaß, aber ja, ich nutze die Zeit jetzt vielleicht offscreen mal ein bisschen, um zu spielen. Minecraft offscreen weiterspielen, privat weiterspielen. Ich nehme mir ein Jahr lang Pause. Und dann geht's 2021 weiter mit Minecraft Arno. Staffel 2. Schauen wir mal. Das war jetzt 2018, haben wir. 2018 haben wir Minecraft Arno begonnen. Mit Part 0 und Part 1 dann. Den ersten Part. Und ja, ich glaube im Juli war das. Juni oder Juli war das. Wenn ich nicht komplett falsch liege. War dann Folge 1 und Folge 0.
haben wir jetzt fast 3 Jahre dran gesessen. Minecraft A auf Staffel 1. Vielleicht kriegen wir Staffel 2 flotter hin. Hat man auch so ein bisschen Entwicklung gesehen an diesem Projekt. Ja, ist aber auch richtig, einen Abspann laufen zu lassen. Folge 100 ist erstmal das Ende von Minecraft Arno Staffel 1. Was mit Staffel 2 wird, das wissen wir noch nicht. Ich hab Bock auf Staffel 2. Aber erstmal eine kleine Pause von Minecraft. Auf jeden Fall, Minecraft. Ein sehr gutes Projekt, ein sehr gutes Spiel. Das ist das beste Spiel ever. Unbedingt. Da kann man auch nur eine 100% Wertung geben. Ja. Minecraft, Let's Play Minecraft ist noch nicht beendet. Es geht weiter in Staffel 2. Ich wiederhole mich, aber ja. Dass Minecraft mal eine Credits gekriegt, das ist auch mal, das ist auch jetzt hier für die Switch ziemlich speziell. Hat Minecraft auf dem PC eine Credits? Ich glaube nicht, da gibt es keine Credits-Funktion. Das ist Open End, das endet nie. Das ist ja auch hier. Naja, für Minecraft, genau hier. Bei deine Credits, da müssen andere Leute drin stehen. Andere Leute, die man danken müsste hier für Minecraft Arno. Dem Mordev, der die ersten 37 Thumbnails für Minecraft Arno gemacht hat. Dem Flix Design, der wahrscheinlich, ich weiß noch, ich hoffe, dass das geklappt hat jetzt, dass ich alles richtig vereinbart habe, dass ich richtig alles in den Weg geleitet habe. Flix Design, der die Thumbnails für Part Nintendo. Für Part 100, Part 50 und wenn ich richtig noch im Kopf habe, Part 25 gemacht hat. 3 Thumbnails von ihm. Ja. Das sind die, denen der meiste Dank hierbei gebührt. Allen Kommentatoren natürlich, allen Kommentierern in den Kommentaren und allen, die irgendwie beigewirkt haben zu diesem Projekt. Und allen Zuschauern. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Staffel 2. Habt einen angenehmen Tag und man sieht sich. Bis dahin. Zwergi out.